hat der Weihnachtsmann so einen großen Sack, weil er nur immer im Jahr kommen darf. Oh, das war gut. Oh, oder? So. Ja, machen wir mal an hier. Oh, machen wir hier die Glotze aus. So. Jo. Hallo, mein Name ist Hugo. Na, ich hab mich hier als Weihnachtsmann verkleidet, weil ich darf heute das letzte Türchen öffnen. Oh, nee, das ist ja nicht das letzte. Das 19. Türchen. Und ich freue mich, ich darf euch heute was erzählen. Und zwar meine 5 beliebtesten Weihnachtsgedichte vom Weihnachtsmann. Ja, also ich als Kind, ich musste immer, wenn ich, bevor ich Geschenke bekommen habe, noch ein Gedicht aufsagen, damit ich überhaupt ein Geschenk bekomme. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dabei. Man sieht ja lustig aus. Guck mal. Okay, dann fangen wir an mit den 5 Hugo Best Weihnachtsgedichte. Das Bäumchen dürr, Geschenke kaum, echt miese Stimmung herrscht im Raum. Nicht viel zu essen in der Küche, da helfen nur noch böse Sprüche. Lieber Weihnachtsmann, das war mein erster. Nummer 2, was schon wieder Weihnachten? War das nicht erst letztes Jahr, als wir aus den Staub uns machten, weil der Stress so ätzend war? Nummer 2 war das. So, Nummer 3. Kommt der Weihnachtsmann im Regen? Ist des Klimawandels wegen? Bald schon kommt er sowieso kurzärmlich im Cabrio. Das sind die besten Dinger, oder? Sei mal ehrlich zu dir selber und denk darüber nach. Nummer 4. Weil der Weihnachtsmann stets weiß, welches Kind durch wenig Fleiß auffiel und dazu sogar oft auch nicht sehr artig war, hat er, so ist meine Ahnung, eine gute Routenplanung. Zack, dann wird er da Schelle gegeben. Ha, für die bösen Kinder, die nicht hören, die nur Scheiße machen, weil die kriegen eine Route. So sieht's nämlich aus. So, mein Favorite Weihnachtsmann, die Dichtspruch vom Weihnachtsmann Nummer 5 ist: Der Weihnachtstisch ist öd und leer, die Kinder schauen blöd daher. Da lässt der Hugo einen krachen, die Kinder fangen an zu lachen. So kann man auch mit kleinen Sachen den Kindern eine Freude machen. Ja, fröhliche Weihnachten euch. Ich hab nämlich was vergessen. Ihr müsst auf so eine Zahl achten, ja? Die war jetzt irgendwo im Video. War noch so eine Zahl hier irgendwo eingeblendet. Ich hoffe, ihr habt sie gesehen, weil das gehört ja zum Christmas-Krug-Kalender dazu. Jeden Tag eine andere Zahl, 24 Tage lang. Zum Schluss gibt's einen Gewinner. Wisst ihr Bescheid. Und in der Infobox steht der Rest. Lest euch das bitte durch. Alle Tüte. Und wir sehen uns. Euer Hugo. Bis dann. Oh, jetzt macht die Scheiße erstmal aus. So. Oh, mein Rücken, ich kann ja nicht sitzen auf den Hocker. Das ist ja eine Qual. Oh. Wie sieht denn das aus, Mann?